Moin Leute. Moin. Wir sind wieder auf Tour. Ja, fängt immer gleich an das Video. Diesmal ja. Wieder meine Idee. Ja, hier, da rühmt sie sich wieder mit, hat sie gefunden. Wir haben hier eine Location. Mitten irgendwo wieder eine Pampa. Keine Ahnung, was das mal war. Also auf den ersten Blick sieht das nach Bauernhof aus. Hm. Naja, aber lass mal gucken. Lasst euch überraschen. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin gerade gestolpert. Naja, lasst euch überraschen und viel Spaß beim Video. Ja, Freunde. Dani sagt hier gerade, wir stehen mittendrin. Strommasten, aber ohne Leitung. Also das Ding, na, sieht man ja an der Gebäude schon, das ist tot hier. Am Popo der Welt. Irgendwo wieder eine Pampa. Da steht auch so ein Strommast. Wir machen das mal ganz einfach. Wir fangen irgendwo hinten an heute. Also so eine, ich nehme mal an, das waren Ställe hier. Dahinter scheint auch noch was zu sein. Da stehen so eine Masten irgendwie. Wollen wir erstmal hinterrufen? Ja, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das Ställe waren und das sieht auch so aus, als wenn das hier schon sehr, sehr lange leer ist. Und es ist heute wieder sehr, sehr heiß. Deswegen rennst du ja auch in einem Shirt durch die Gegend. Ja, das ist ja nicht warm, das ist heiß. Ja, irgendwie ist es nur Sommer, aber egal. Sag ich doch, heiß. Oh, das hat aber was. Guck mal. Das sieht ja mal mega aus. Aber man riecht noch irgendwie so ein bisschen, finde ich. Das riecht nach Kuhstall. Irgendwie so ein bisschen. Da oben. Ist noch irgendwie so eine Art Lüftung drin. Ansonsten ist das ziemlich runtergekommen. Da hinten kommt ja auch die Decke schon runter überall. Vieles liegt schon unten. Da ganz hinten, weiß ich nicht, ob ihr das jetzt schon seht, gehen wir nachher mal hin, steht soweit noch als Gerüst quasi nur. Ohne Wände, ohne alles. Ja, Dani schon vorher, wir wollten ja hier hinter, haben wir so eine Feier gesehen. Jetzt mal gucken, was da noch ist. Seht ihr das hier im Hintergrund? Wartet mal. Da stehen irgendwo hinter so eine Dinger. Oh, hier stehen noch mehr Hallen. Also das war schon ein bisschen größer. Guckt mal hier im Hintergrund. Ja, Dani auch, aber ich meine die Hallen hier. Ist schon in sich zusammengefallen. Ist schon eine größere Anlage gewesen. Hier, Dani hat gerade gesagt, die sind schon am Zusammenfallen. Und die Pfeiler hier habe ich gemeint, jetzt ist die Sonne natürlich noch davor. Da hinten auch. Diese spitzen Dinger. Frag mich auch gerade, was das war. Also wer das weiß, kann das ja gerne in die Kommentare schreiben, wofür waren diese spitzen Teile da. Erst nach da gehen wir noch. Da vorne zu dem wahrscheinlich die hohe Gebäude war. Aber hier kann man wieder wirklich sagen, ja, ist nicht spektakulär. Nein, ist nicht eingeräumt mit irgendwas.
Aber genau das ist halt Lost Place. Das hat halt einfach mal was, das hier durch die Halle so durchzugucken. Wenn das Licht da so durchfällt, das hat was. Guckt euch das mal an. Sah bei der anderen Halle schon ziemlich cool aus. Hier auch. Also so wie das hier aussieht, vermute ich mal, dass das hier schon so 20 Jahre locker irgendwie leer steht. Dani ist hier schon hinten und meint gerade, die geht nur einen Weg lang, wahrscheinlich hier hinter dem Stall einfach nur zum nächsten. Wo gehen wir lang? Wir können hier ruhig hochlaufen. Zu dem Gerüst da hinten, wo keine Rinde mehr dran sind, wollte ich ja eigentlich hoch. Ja, können wir doch machen. Also, wird wahrscheinlich doch längeres Video, auch wenn jetzt, sagen wir mal, nicht ganz zu viel zu sehen ist. Das sind die Pflaumen, wa? Hier, Leute, hinter mir, das ist Pflaumen, da hängen sehr Früchte dran. Das sind auch so riesen Weintrauben. Nee, das ist so eine Pflaumenart. Ja. Ja, das ist Hagebutte. Ja, ist ja jetzt die Jahreszeit, das geht auf den Herbst. Hier ist nochmal so ein alter Strommast mit Laterne dran. Dahinter wieder so ein spitzes Ding. Da habe ich echt keine Idee, was das war. Wie gesagt, nicht nur abonnieren und liken, sondern auch kommentieren, wenn euch was einfällt, was wir jetzt hier nicht wissen. Da mal rein. Ja, das ist ja die Halle, die ich eben gefilmt habe, wo das alles runterkommt. Guck mal, da oben gerade, da hängen Äpfel. Ja, vorhin schon, ich hab ja gesagt, hier hängen Waldfrüchte. Also, wie es das auch gewesen sein könnte, weil hier neben uns ist hier auch was, das sind gelbe Pflaumen. Ja, wahrscheinlich schon Ställe mit Viechern, sag ich jetzt mal. Aber irgendwie auch so ein bisschen mit Obst und so. Ja, wir haben ja noch nicht alle gesehen, vielleicht war es auch einfach eine Obstplantage, dass das eine Mosterei war hier. Vielleicht noch. Ja. Vielleicht aber auch nicht. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Das hat was. Das ist so richtig purer Verfall. Übrigens, hier auf der Seite geht das noch weiter. Da geht der Weg weiter. Ich sehe uns jetzt noch keine Gebäude. Ja, das geht aber nicht. Na, vielleicht. Ja, hier steht noch ein Rest. Da stehen Obstbäume. Das war eine Obstplantage. Das ist alles voll mit Obstbäumen hier vorne. Da müsste man ja glatt mal kicken gehen. Also war das wahrscheinlich, also entweder war eine Mischung aus Viehzucht und Obstzeug hier oder war wirklich eine reine Mosterei. Keine Ahnung, weil irgendwie Maschinen sind hier nicht zu sehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier nämlich einen Weg hoch. Ich will jetzt wissen, was da für Bäume stehen. Da stand aber auch noch so eine Halle. Hier stand eine Halle. Noch genau so was wie da hinten. Auch wieder so ein komisches Teil. Da steht auch noch ein Rest von ihr, Gebäude. Wollen wir schon mal wissen, ja, halt ja hallo. Also nee, da steht wirklich was. Aber die Steine sehen doch. Das sind doch, hier guck mal, also ich weiß nicht, was die hier hatten. Hier ist Hopfen, da ist Wacholder. Guck mal, die Steine sehen doch mal nicht aus.
Ja, die sehen aus wie nachträglich hingestellt hier. Wieder zurück. Hier ist jetzt der Platz, den wir von der anderen Seite schon gesehen haben. Und die hallen halt. Und ich rätsel immer noch, Leute, was diese Dinger da sein sollen. Aber ein Haufen Müll liegt hier auch rum, wa? Ja. Ist ja logisch, irgendwie auch, dass das so ist. Das sieht halt aus wie die DDR-Zeiten. Das war halt in der Zeit so. Das hat man. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Leute, das ist wirklich reiner, purer, natürlicher Verfall. Ja, es sind nur irgendwelche leerstehenden Hallen, aber. Hat irgendwie was, kann ich nur mal wieder sagen. Mal gucken, was vorne bei dem Haus da noch ist. Da steht irgendwie noch ein Haus. Vielleicht ist da noch ein bisschen mehr drin. Ich denke mal, da waren die Büros oder so. Ja, da werden wir jetzt mal hingehen. Ich habe hier gerade noch was entdeckt, Leute. Hier liegt so ein etwas größerer Reifen. Die Marke kennen wahrscheinlich auch einige. Ist Neumann. Und wenn man mal guckt, GDR, der ist noch aus DDR-Zeiten. Also weit über 30 Jahre alt schon. Und immer noch die Hallen, eine nach der anderen. Ja, ich bin durchgefilmt. Hier hinter mir haben wir nämlich von da schon hier gesehen. Hier steht nur noch ein Viertel der Halle. Also es ist durchaus möglich, dass das auch schon 30 Jahre leer steht. Was vorne meinst du denn? Da hängt eine Folie runter. Das sieht aus, als. Ja, wenn du hier im Dunkeln durchgehst, denkst du das wahrscheinlich, aber es ist aber wirklich nur eine Folie, Leute. Hier noch so diese alten Strommasten von damals. Jetzt dacke ich hier hinterher und dann dreht die Dani einfach wieder um. Ja, habe ich ja. Das da meinst du, was ich euch gerade gezeigt habe, da im Hintergrund. Ich wollte jetzt zu den anderen gebogen. Jetzt hier mal vorne gucken. Hier ist irgendwie so ein Strommast schon abgeknickt. Der hat das hinter sich. Wie kommen wir denn da hin? Ja, jetzt links weg. Und dann war hier hinten jetzt der Bereich mit den ganzen Hallen. So wie ich das gerade ausspreche, sehe ich das nächste. Hier vorne, aber das ist ein bisschen anders. Mit Schornstein. Könnte vielleicht ein Heizhaus gewesen sein, wie man hat. Die Halle hier ist ein bisschen anders von außen. Die Tore an der Seite. Das denke ich mal, ja. Dass das die Wirtschaftsräume, sag ich mal, waren. Das sieht so ein bisschen in der Garage aus. Wenn das ein Heizhaus gewesen wäre.
Jetzt hier, jetzt könnte es jetzt ein bisschen lauter werden, weil hier liegen überall die Asbestplatten. Und hier steht der Schornstein. Jetzt keine Heizkessel oder sowas. Mauerwerk reißt auch schon. Also Leute, hier liegen überall Unterlagen rum, aber irgendwie, also von weitem so mal kurz, können wir damit nicht anfangen. Und irgendwelche da noch nicht, das sind irgendwelche Transportunterlagen, dann liegt hier irgendwas, da hat er ein Auto gekauft. Hier kannst du auch mal drin halten. Man kann ja rumgehen. Da ist leer. Auch so leere Räume. Ich frage mich aber trotzdem, ob das ist gut. Ich habe keinen Schornstein hier, weil hier sind keine Kessel drin und nichts. Ja, aber der Schornstein steht ja hier vorne an der Ecke. Da hinten steht auch noch was Schönes. Da wissen wir ja nicht, was dahinter ist. Das ist so da eingewachsen. Ja, du gehst vor, du sammelst die Zecken. Habt ihr das gehört? Ich muss immer Zecken, Mücken und Spinnenweben einsammeln. Ja, komischerweise bei dir. Da ist oft hier liegen Glasscherben. Ja, komischerweise bei dir sind die ja selten. Ne? Ich habe halt schönes Blut. Weil da sitzen die da hinten. Ja, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen fassen, Leute, wartet mal. So macht der Globik mehr Sinn, dann sieht er uns nämlich. Wir müssen gucken, hier liegen zerschlagene Bierflaschen. Und wie das immer so ist, ich habe eigentlich extra Urbex-Schuhe. Ja, ich aber nicht. Die halte ich aber nicht an. Weil das hier nämlich schon wieder so ein spontanes Ding ist. Aber mich interessiert halt, was da eingewachsen ist. Hier ist eine Tür. Dani sagt, da ist eine Tür. Ich gehe trotzdem erstmal darüber gucken, was dahinter ist. Du kannst ja hier bleiben, dann sammelst du dir so viele Zecken ein. Ja, witzig, da wollte ich ja auch sehen. Dani ist schon wieder nur am Rumtotter. Da ist nicht wirklich was hinter, nur ein Gestell, glaube ich. Im ersten Moment sah das aus wie so ein Storchennest, was zu ihr wuchert ist. Aber wenn man mal hier so guckt, da ist nicht wirklich was drunter. Da ist irgendeine Stelle, wo das hochgerankelt ist. Das ist doch Wacholder auch hier, glaube ich. Also das war jetzt hier nicht irgendwie, dass da ein Bauwerk eingewuchert ist, so in dem Sinne. Jetzt geht es immer nicht vor, dass ihr wieder Spinnenweben wahrscheinlich habt. Nee, Mückenpiepen. Ja, die fühlen sich da drin jetzt am wohlsten, weil draußen ballert nämlich die Sonne. Hier sieht aber aus, als wenn das mal gebrannt hat. Nämlich alles schwarz hier rum.
riecht irgendwie ein Rest vom Fernseher. Ah, hier ist auch so schwarz. Ja, ist aber alles leer. Wo ist es denn? Da hinten. Ja. Ja, aber hier standen auch irgendwie mal Wände drin. Hier, ja, hier liegt ja hier unten der Serie jetzt. Und jetzt ausgerissen. Hier hoch. Wird wieder raus hier. Da ist dann aber nur grün. Ja, deswegen geht man auch im Sommer her. Damit alles schön voll wird. Ja, hat aber halt den Vorteil, bis nicht zu sehen, wobei das hier nur wieder gehen interessiert. Hier sind interessierte Grün. Guck mal, hier kommen die Wurzeln raus. Mann, ich bin ein Bretter. Ich lasse das alle drin, ja. Hier hat Dani, Dani gerade hier rankelt das überall. Das ist aber, glaube ich, auch Wachholz. Aber wer ist doch das mit den dunklen Beeren hier? Das wächst hier irgendwie überall. Wenn das anders heißt, wenn das was anderes ist. So, da ist unser Auto. Wie kommen wir jetzt da hin? Das war's, wa? Ja, wir sind durch. Leute, wie immer von uns, ihr wohnt wahrscheinlich von euch schon total querbeet durcheinander. Keine Ahnung. Das ist schön alphabetisch geordnet. Richtig. Ja? Vielleicht eventuell. Weiß ich nicht. Ja, das war's mit dem Gelände hier. War. Auch wenn es jetzt, sagen wir mal, nur Verfall und ohne Möbel und ohne alles ist. War aber trotzdem sehr interessant. Fand ich auch. Ich nehme an, dass das doch irgendwie eher was mit Viehzeug zu tun hatte. Weil so viele Obstbäume waren denn da hinten doch nicht. Da irgendwo steht unser Auto, da werden wir gleich hingehen. Und wir werden natürlich weiter on Tour sein. Und wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn das heißt. Die Lipties on Tour. Ciao. Ciao, ciao. Auf geht's zum Auto. Los. Richtig. Los geht's. Wie kommen wir da hin? Ohne Beine brechen dauert's ein bisschen. Naja, das ist das eine, das andere ist. Ach, so, abschalten, Leute.